Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Ich zeige euch heute, wie ihr einen Feiertag bearbeiten könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, damit ihr jetzt einen Feiertag hinzufügen könnt, müsst ihr als allererstes hier unten auf den Kalender klicken. Wählt dann eben den Feiertag aus, den ihr eben bearbeiten wollt. Ich nehme jetzt einfach mal den Feiertag Simtastisch schauen. Gehe dann jetzt hier auf der linken Seite und normalerweise sollte dann der Feiertag ganz oben aufploppen. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr dann einfach hier so weit runter scrollen, bis ihr dann eben den Feiertag habt. So, jetzt geht ihr hier auf den Stift drauf und jetzt könnt ihr eben diesen Feiertag bearbeiten. Ihr könnt dem Feiertag ein neues Bild hinzufügen, ihr könnt den Namen nochmal ändern, ihr könnt das Dekorationsthema ändern, ihr könnt auch festlegen, ob das Ganze ein arbeitsfreier oder schulfreier Tag ist. Achtung, wenn ihr hier das Häkchen reingesetzt habt, gehen eure Sims an dem Tag nicht zur Arbeit und auch nicht zur Schule. Und ihr könnt dann hier auch sogar die Tradition noch ändern. Wenn ihr das Ganze leer lasst, dann müsst ihr eben keine Tradition erfüllen. Und wenn ihr dann eben Sachen hinzufügt, müssen eure Sims oder können eure Sims das Ganze dann erfüllen. Dann bestätigt ihr hier unten das Ganze. Ja, und schon habt ihr dann den Feiertag geändert. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!